Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir Captain Nook platt gemacht und die Story im Travers ein bisschen weitergeführt. Wir können jetzt theoretisch zu dieser Welt gehen, machen wir aber nicht. Wir machen erstmal den Cup in der Arena Solibus Bands. Wir sind Level 40, das sollten wir doch schaffen. Normalerweise sind die Cups immer ein bisschen zu schwer, wenn man gerade reingeht, wenn man die freigeschaltet hat, aber das dürfte eigentlich gut ausgehen. Ich meine, der Cup ist nicht so schwer. Jedenfalls sind die speziellen Gegner hier nicht so schwer. Glaube ich. Welcher sehen. So, da haben wir ein Bild von Herkules. Was könnte das bedeuten? Fühlst du an? Ich würde gerne gegen dich kämpfen. Ja, sagst du doch andauernd. Dann bist du doch nicht dabei. So, Items. Hey. Dann mal los. Du kennst die Regeln, oder? Herkules Cup. Okay. Zu dritt. Ich glaube, den Cup werde ich nicht auf Anhieb mit nur Sora schaffen. Deswegen lasse ich das lieber. Und wir machen uns jetzt auf zum Herkules Cup. Der dürfte jetzt vielleicht nicht so einfach sein, aber wow. Ich glaube auch nicht so schwer. Danke, so, super, Donald. Ja, guck ich da mal an. Ist ja voll schnucklig, was die hier abziehen. Ach ja, ich habe die Feenaffe ausgerüstet. Die hat eine verdammt winzige Reichweite. Nicht so gut. Aber werden wir schon schnappen. 10 Gegner. Ach, geht schon. Die Dominions. Falscher Zauber, Donald. Farbmuster von einigen komme ich hier. Auch geil, MP-Spender. Das ist der lebensüberwichtige. Überlebenswichtige. Fähigkeit von Goofy. Das ist sofort aus, wenn wir fertig sind. Was ich sagen wollte, ich bin irgendwie Farbschemen von einigen Herzlosen noch nicht gewöhnt. Die wurden ja in Final Mix geändert. Das Schiff hatte, glaube ich, auch eine andere Farbe im ursprünglichen Kingdom Hearts, aber haben sie alles geändert. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber macht jetzt nicht so einen Unterschied, finde ich jetzt. Opa. Egal. Ein paar sehen dadurch besser aus, aber ein paar sehen irgendwie komisch aus. Diese Purpurrüstung zum Purpurrüstung Rüsterpanzer. Der war ja hier so weiß, bläulich. Der war ja eigentlich so lila, schwarz. Fand ich den weißen. Oh, ich weiß gar nicht, welchen ich besser fand. Egal. Gargoyle und Gigshock. Ihr Schwucker. Erstmal hier. Das Ding ist auf jeden Fall stark, auch wenn es eine beschissene Reichweite hat und deswegen nicht immer trifft. Oh, Maximum AP, geil. Schon wieder kurz vom Level ab. Darf nicht wahr sein. Wir haben es einfach reingesteckt. Oh, ihr überlebt das schon, Leute. Ja, Platz 5 jetzt, ne? Rafungi, ja, was soll ich denn damit? Den muss ich zum Springen bringen. Ja. Dann kriege ich Tech-Punkte dafür. Ist, ich kriege hier kein Item. Man muss eigentlich ein Item für ihn kriegen, wenn man ihn irgendwie 100 Mal oder so katapultiert und da ist es schon vorbei. Ja, hat für ein Level abgereicht. Sau gut. Normalerweise hätte man jetzt auch was bekommen, aber hier. Okay, ich glaube bei dem noch nicht, aber oh Gott. Ja. Cloud ist auch hier, geil, ne? So. Ich brauche nicht so ein Riesenschwert wie du.
Wollte schon sagen, das kann man doch abwehren. Ey. Warum hat das denn nie geklappt hier? Oh Gott, Hilfe. Habe ich eigentlich Trotzkopf oder so? Hör auf damit, er ist doch schon tot. Ich glaube beim ersten Mal, nee, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt, wie du funktionierst wieder. Ich lerne dich nochmal gegen Final Fantasy Charakter. Die Zeiten sind vorbei. Mal. Oh Gott. Ah! Ich meine natürlich verdammt. Ich kann halt nur aus nächster Nähe machen. Ich weiß nicht. Hi. Geh weg! Super Saiyajin Son Gohan. Der sieht echt so aus. Wenn man darüber nachdenkt. Wenn ich mein Sprite von Final Fantasy 7 von Cloud anguckt, der sieht ein bisschen aus wie Son Gohan in Super Saiyajin. Gleiche Frisur, blonde Haare, gleiche Hack, Klamottenfarbe. Und zack. Muss ich auf jeden Fall mal eine Anspielung machen, in Dragon Ball Xenoverse machen. Wenn wir da angekommen sind. Und Feuer! Also wenn ich Dragon Ball Xenoverse weit komme, muss ich eine Anspielung an Cloud machen. Zora Chocobo erhalten. Das ist eine echt gute Waffe, finde ich. Werde ich vielleicht danach ausrüsten. Ja, ich will auch die in der Luft als erstes angreifen, danke. Nein, Akku. Auch meine die AP meiner Verbündeten zu verblockieren. Ach ja, ich kann ja gleiten. Für mich sieht das nur voll kacke aus. Ja, ist halt so langsam wie das ist, ne? Ah, das. Blitz gehabt, ganz ehrlich. Mach ich alles weg. Au! So, war's das? Ja, gut. Ja, von meinem winzigen Schlüsselschwert. Ist echt klein. Zerstörer. Sternzerstörer oder was? Der Inselzerstörer. Warte mal auf, wenn alle zu blocken. Wow, da hat jemand was geballert und ich voll konnt ignoriert. So. Meine Güte, wie die alle die ganze Zeit tot sind, ne? Komm her. Gibt's doch nicht, wieso seid ihr die ganze Zeit tot? Ich würde keine MP an euch verschwenden. Könnt ihr mal vergessen. Ma. Ich tue dir ganz langsam hinterherfliegen. Glaubst du nicht? Hi Donald, hilf mir. Ma. Ma. Boah, ey. Vielleicht jetzt bloß die schon wieder. So, komm her. So. Oh, gut. Was ja auch geschafft. Also glaube ich doch, ich schaffe das hier alleine. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Warte, Herkules, einer gegen einen. Du meine Güte, was für ein Angeber. Was sollen wir machen? Alleine lassen, schätze ich. Viel Glück, Sora. Ich werde euch nicht schon. Das ist Herkules. Komm mal her. Posen. Wir sind nicht in JoJo's Bizarre Adventure. Aua. Weil es flashig ist und gepostet werden muss. Ja, was hast du davon? Warum postest du auch? Das ist ein wichtiger Kampf hier. Bams. Ey, normalerweise bist du betäubt danach.
Oh Gott. Idiot. Au. Okay, dann hat er das betäubt. Aua. Das soll ein Held sein. Die Angriffe. Da schämt man sich doch für. Geh weg, Mann. Man nennt sich ein Held. Ja, das ist mein Angriff gewesen. Ja, das. Okay, herkommen. Ja, ich habe beinahe verloren. Erstmal posen. Boah, auf damit. Da unter deiner Toga sehen, auf damit. Oh Gott. Ich dachte, von denen kann treffen, ja. Ich gedacht, vielleicht klappt das dann. So, jetzt bist du dran. Tschüss. So, mach mal jemand ein Foto von mir. Wie ich den Helden aller Helden hier kaputt haue. Herkules Schild erhalten. Wow! And I didn't even hold back. Ich habe langsam das eine Lüge. Now I finally know what you mean about strength of heart. Mine comes from Donald and Goofy. Come again? If we stick together, we're unbeatable. Not even Hercules stands a chance. Du hast gerade alleine gegen ihn gekämpft. Me, I'm ready for anything. But that's not exactly what. Of course. Das macht keinen Sinn. Das not compute. The three of you make great heroes. And as a team, I'm sure you can overcome anything. Deswegen hast du mich alleine platt gemacht. Sorat Heroes erhalten. So, der gelbe Triotech oder die gelbe Triotech meinetwegen. So, erstmal. Boah, ich vergesse, der Herkules, der ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Ja! Guck dich das mal an! Boah. So, Heros ist, glaube ich, jetzt nicht so gut, ne? Okay, Angriffskraft. Führt gewaltige Volltreffer aus. Besitzt eine hohe Durchschlagskraft und ebenso hohe Trefferquote. Stringlamm in Reichweite. Tropf, Dings sind selten, ja. Ja, das ist eine riesige Reichweite, ne? Ja, voll viele Negativ-Effekte sehe ich gerade. Ich möchte mit dem Schokobo rumlaufen. Das ist ein Final Fantasy Schwert. Guck mal, wie riesig das Teil ist. Okay. Dann machen wir den Triotech mal. Den gelben. Das Schlüsselloch. Haha, es war die ganze Zeit vor unserer Nase. Ah. Schön. Und nichts bekommen. Jetzt soll ich mal versuchen alleine? Ja, machen wir mal. Aber dann nicht mit dem Chocobo. Ich brauche mehr MP. Ich glaube, da ist der Dings doch nicht so schlecht.
Ja, nehmen wir den hier, genau. Wenn ich mehr MP habe. Versuchen wir mal allein. So alleine, weil zusammen können wir ja alles schaffen. 15 Minuten, da werden wir ja wohl schaffen. Herkules müssen wir sowieso alleine bekämpfen. Cloud kämpft sowieso irgendwie nur gegen uns, außerdem waren die ganze Zeit tot, also schaffe ich das schon. Ja. Ups. Darf ich nur nicht so oft treffen lassen, wenn ich meine MP sinnvoll einsetzen kann. Ja, läuft doch jetzt. Oh, sehr gut. Also, was hat das denn für einen Sinn gemacht? Er hat allein gegen Herkules gekämpft. Kommt dann hier mit so einer Rede, ja, gemeinsam sind wir stark. Da hat nicht mal Herkules eine Chance. Oh, manchmal, ne? Aber nur manchmal. So. Werde ich schon schaffen. Ging mir eigentlich auch nicht Schaden. Hier kommen übrigens gar keine Fettwanze mehr vor, hab ich das Gefühl. Aua. Fliegenden Bastard hier. Bastard. Ich hab vergessen, Goofy hier diese Ability herbeizubringen, MP-Spender. Die ist voll geil. Oh, lieber heilen. Wollte schon sagen, pennt der immer noch. Weg mit dich. So, locker. Wie oft hat der vorletzte Kampf oder so? Ich werde eigentlich schaffen. Ist übrigens aufgefallen im Schokobo. An ganz viele Quadratlöcher, aber eine Anspielung an Square Enix. Dabei war hier noch Square Soft, ich weiß gar nicht. Ah, ihr Blöden, lass mich in Ruhe. Wieder außer Reichweite, geil. Mein Gott, war die schon immer so nervig? Die treffen mich andauernd. Aua. Die treffen mich irgendwie die ganze Zeit, habe ich das Gefühl. So, geh weg. Boah, jetzt geht er wieder. Kilometer in die Luft. Nämlich mich an einige Gegner aus Bird by Sleep. Immer aus der Reichweite fliegen, was mich richtig ankommt. Da freue ich mich, wenn ich das Spiel jetzt playen kann. Der da. He's Satz oder was? Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott! Wo ich schon immer so oft von denen getroffen war? Das gibt's doch nicht. Hoffentlich lohnt sich die Belohnung, die wir kriegen. Schon wieder nur so ein Combo Plus oder so. War nicht beim letzten beiden. Bitte nicht. Erstmal eher. Ah. Zack und sagen immer doch folgt mich doch schon mal doch. Warte, weswegen war aber Phil denn so verwirrt? Hat er auch irgendwie gedacht, das was Zora macht, war irgendwie voll Bullshit oder? Ja, was glaubt er, was einen Helden ausmacht? Kann mir das meiner sagen? Ja. So, Cloud wird leicht lustig. Rafungi. Aber mit Aero konnte man die auch angreifen, ne? Ah. Gib mir MP. Ich war ein bisschen besser. Vor allem bei denen, ich glaube, von denen kriegt man auch irgendwie einen Freund-Tau oder so. Ich meine, Rafungi. Aber muss man, glaube ich, nicht. Hi. Oh, mal dieser Angriff.
Ich mach perforieren genommen, ne? Ich habe alles noch gar nicht gezeigt, ne? Wenn ich mehr MP hab, noch mehr. Und mit 10 oder so, dann kann ich die mal ein bisschen zeigen. Komm her. Zack, niemand seine Deckung vernachlässigen. Okay. Wenn du nicht willst, dass deine Liebsten hier sterben. Die Hand eines silberhaarigen Bösewichten. Mein Gott, was zum... Ich wusste es! Dieser Angriff, ne? Wieso kann ich den nicht ausweichen? Und ich bin ich auch beim ersten Mal, glaube ich, gegen den frei. Warum hast du überhaupt Vincent's Cape hier geklaut? Was? Einer sagen? Du machst den Kampf ja unnötig komplizierter, weißt du was eigentlich? Oh Gott, ey. Kumpel. Warum macht er nicht mehr öfter diesen Angriff, damit ich den abwehren kann? Ja, du kannst fliegen, ich auch. Hier, guck mal. Boah, ist das kacke. Omni Slash. Ne? Warum hast du überhaupt einen Fleder am Mondspiegel? Was soll das? Der macht echt Vincent nach, kann das sein? Weil sich als nächstes irgendwie in so eine Bestie, eine gallianische, siehst die doch, ne? So, du wärst danach wieder ab, ne? Oder auch nicht? Der ist so viel für mich, der ist so. Zweimal dann eben. Wuff. Jetzt machst du halt mal, danke. Jo, Jackpot erlernt. Ich hab glaub besiegt. Sehr schön. Ich hab mal doch hier ein Solo. Jetzt nicht gedacht, so auf Anhieb, aber warum denn nicht? Mal hier fliegen, denn ich habe tragbare Items bekommen, das ist auch nicht schlecht. Jetzt sind schon wieder die Piraten, die mich fertig machen. Und dann, bevor es so weit kommt, ne? Erstmal im Code Blood hier erledigen. Und zack. Au, du Sack. Jetzt kommen gleich hier die zwei Schiffe, ne? Bams. Das sieht so bescheuert aus. So, nur weil das so langsam ist, sieht das so bescheuert aus. Weil es so aussieht, als würde ich irgendwie, weiß ich nicht. Also, als würde ich irgendwie so runterfallen irgendwo. Irgendwie vom Hochhaus oder so. So ein Meer aus Licht würde ich dann so reinfallen. So extrem homo. Au. Schreck doch nicht hier im letzten Moment, hallo. So, erstmal, ja. Yeah. Angriffskopf ist aber sehr runtergegangen durch dieses Schwert, ne? Ich hab das Gefühl. Auf jeden Fall nicht so stark wie die Feenafe. Könnt ihr mal damit aufhören? Ich versuche hier jemanden zu töten. Au. Da. Oh mein Gott. Bin kaputt. Au. Warte, ich komme gleich ganz bedrohlich zu dir hingeflogen. Wenn du nicht willst, dass ich meinen geballten Zorn auf dich herablasse, dann kommst du besser her. Und du auch. Hisst die Segel ab. Komm voll aggressiv angeflogen. Ist aber echt nur so zum Erkunden.
Ja, Flugangriff. Flugangriff. Fliegenfähigkeit. Hercules! Ja, komm mal her. Mach dich mit der Macht meiner Freunde kaputt. Autsch. Ah, jetzt wird der plötzlich noch meine ganzen meine gute Fässer kaputt. Hey, mach was ist das? Bams hier. Au. Unbedingt SP. Mal hör auf, die Fässer mal kaputt zu machen. Was ist das? Oh, und herkommt. Ich glaube, ich kann, während er sich so dreht, auch einen Pass auf den werfen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Bams, komm her. Verarsch mich doch nicht hier, Bams. Ach, was willst du denn? Damit hast du irgendwie die größten Bedrohungen ganz Griechenland erledigt oder auf der ganzen Welt. Aua. Na, ist er kaputt? Daneben nicht. Ah. Ich kann auch warten, ne? Da können wir neue Fässer auftauchen. Leck mich! Boah, das ist einfach knapp. Ich bin beinahe am Verlieren, aber gibst du jetzt gleich mal auf? Boah, das hat dich alle kaputt gemacht. Boah. Irgendwie Angst vor dem Angriff, der zieht bestimmt voll viel ab. Wenn ich mal davon getroffen wäre. Ja, ich wusste es. Ja, gut. Ja, jetzt noch das letzte Fass. Ein Fass, sie alle zu knechten. Babs. Oh. 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 Wo ist mein Schlüsselschwert? Da. Und noch ein Foto. Ja, was habe ich bekommen? Volltreffer plus halten. Das ist ja nicht so schlecht. Ich vielleicht gebrauchen. So, haben wir sinnvoll diesen Part hier gefüllt, finde ich. Volltreffer plus Jackpot. Aus größter Anzahl bestimmt die Häufigkeit. Metalle, LP und MP Kugeln. Weil das ist mir ein wichtiger, nehmen wir das. So, Kräuterschutz. Du brauchst Dingens hier, MP-Spender. Benutzt ein MP und halt die MP eines Mitglieds um einen Punkt. Hä? Nur um einen? Kann ich mal mehr? Okay, müssen wir warten. Gut, dann haben wir das hier geschafft und in der nächsten Folge erkunden wir dann ein bisschen die Welten von Kingdom Hearts 1 und suchen nach, weiß ich, Schätzen, Triotechs und so weiter und so fort. In dem Sinne sage ich dann Tschüss und bis zur nächsten Folge.